Hallo Freunde, ich bin Lonwolf und willkommen zum Second Life, nächste Folge. Wie versprochen, Freunde, heute geht's wieder mal um Final Fantasy 8 und heute gehen wir in der Stadt Balamp. Ich stehe vor den Toren von Balamp. Aber bevor wir jetzt reingehen, will ich etwas für euch werden. Und zwar, ich habe angefangen, diese Folge zu drehen, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele Leute die letzte Folge geguckt haben und habe zwar keine Kommentare gekriegt, ob ich das weitermachen soll, aber das reicht für mich, dass jemand diese Folge angeguckt hat. Einer war so klug, sogar mir einen Daumen runter zu stellen. Ich weiß nicht wer, weil der hat mir ein paar Daumen runter gestellt, ohne Kommentar hinterlassen zu haben, was ihm da nicht gepasst hat. Das ist an dich adressiert, wenn du das guckst, der in letzter Folge von Second Life mir einen Daumen runter gestellt hat. Nächstes Mal kommentieren, damit ich weiß, was ich besser machen kann und damit ich so mache, wie du es willst. Ja, ich finde es einfach feige, und zwar darum, ich kann auch zu x-beliebigen reingehen, einfach so viel Daumen runter zu stellen, ob mir das gefällt oder nicht, einfach Daumen runter drauf geschissen. Aber nicht zu kommentieren, warum. Ja, das ist einfach nur feige. So, jetzt aber zu der Stadt. Wir sehen hier eine Arkade. Schon bei Anfang sehen wir da einen Shop und Gaststation. Das war wirklich in der Stadt von Final Fantasy wirklich so, dass wir hier so eine Art Gaststation hatten. Hier so standen Autos normalerweise. Hier sehen wir aber etwas Interessantes, und zwar das ist eine Map von Final Fantasy 8. So, wieder ganz genau. Oh. Zu nah. Normalerweise, ja, hier, jetzt. Ja. Können wir alles lesen, ne? Wo wir hin können. Ob es wirklich so ist, dass wir das alles besuchen können, mal schauen. Vielleicht doch noch. Hier eine Art Hafen. Ich glaube, von in diesem Hafen sind wir an eine Mission gestartet. Finde ich ziemlich cool gemacht. Also, wie gesagt, ich war schon immer ein Fan von solchen Kleinigkeiten, wenn man das im Spiel reingebracht hat. Klinik und irgendwelche Sachen hier. Interessante Sachen. Mal gucken. Was ist hier? Cool gemacht. Cool gemacht. Die Häuser sind geil. So, meine Meinung. Ich weiß, dass jetzt wieder einer kommt und Daumen runter stellt, aber ist mir egal. Es ist wirklich mir egal. Du kannst so viel Daumen runter machen, bis du blau wirst. Ich werde es weiter hin Let's Play. Aber bitte, nächstes Mal, mit Erklärung, wieso du das machst. Du kannst ja nicht einfach die Stimmung versauen. Hm, schönes Auto da hinten. Ich auch. Was ist hier? Ich glaube, das ist der Bahnhof. Balamp Station. Ja, das ist der Bahnhof. So, ich reg mich jetzt nicht auf, also, das ist nicht wert. Das ist wirklich nicht wert. Wasserbrunnen. Schön gemacht. So. Das ist der, warte, lass mich nicht lügen, dieser Hotel vom Balamp. Da stand normalerweise ein Mann
Und mit dem könnte man Karten spielen. Erstmal nicht, weil seine Frau angeblich. Hey Luigi! Hi mein Freund, aber du bist in dem falschen Spiel. Das ist kein Super Mario, das ist erstmal Second Life und zweitens, das ist Final Fantasy VIII. Und hör auf mir die Tür zuzumachen, wenn ich mit dir rede, verdammt. Ballamstation, genau. So Bahnhof-mäßiges. Gehen wir mal rein. Zwar auch in Final Fantasy. Ach, diesem Bahnhof, da sind wir auch zu einer Mission gefahren. Ziemlich gut gemacht. Auch sehr schön. Zug und so. Ob wir mit dem irgendwo hinfahren können. Sollen wir mal ausprobieren? Ne, warte mal. Irgendwo könnte ich. Wo bin ich reingekommen? Ah, Hilfe, ich falle runter. Nein, da. Ja. Grafikfehler war das oder weiß ich nicht, also auf jeden Fall. Bin irgendwo reingegangen. Wir gehen nochmal raus. Genug Zeit verschwendet hier. Es wird noch eine Folge geben. Nach dieser Folge, eine letzte Folge von Final Fantasy VIII in Second Life. Shops. Es gibt so viel Shops hier. Das ist hier. Ja. Hier ist leer. Hätten schon, wenn schon noch ein paar Menschen hier reingemacht, das wäre absoluter Hammer. Aber auch so sieht es ganz schön okay aus. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, was euch in der nächsten Folge erwartet. Zwar, wir sind zurück. Ich werde geschwind euch noch zeigen, was euch nächste Folge erwartet, Freunde. Und das ist das Geilste dran. Meine ich, also ich habe, als ich das mal gesehen habe, fand ich so geil. Moment. So, Freunde, das hier werden wir alles erforschen. Ich guck mal, ob wir noch, ja, wir haben noch Zeit. Dann gehen wir mal die Straßen. Ja, das erinnert mich voll an den Final Fantasy. Ich krieg die Gänsehaut. Ob die Gegner uns hier fangen? Hehe. Das wäre ja was. Was gibt's hier? Folgendes, das ist der. Moment. Das ist der Ballamgarten. Ja, Ballamgarten. Dann hier. Ist das hier? Gehen wir mal rein. Hilfe, ich bin im Wald. Chocobo-Wald oder was? So, Freunde, wir werden das alles erforschen. Ich bin einfach nur kurz reingegangen, um zu zeigen, was nächste Folge euch erwartet. Denn da gibt's noch etwas, was mich ziemlich, sozusagen, ziemlich angetan hat, was mir ziemlich angetan hat. Und zwar, wenn ihr euch noch erinnern könnt, musstet ihr in eine Art Feuergrotte gehen, ja, also den ersten GF euch holen, den Ifrit. Diese Feuergrotte gibt's wirklich, also ich zeige euch die mal. Und ich will diese Map alles mal erforschen, denn wenn das wirklich so ist,
So, hier ändert die Map, ne? Shit. Wenn das wirklich so ist, dass wir oval, also beziehungsweise Teil des Spiels mal durchlaufen können, da bin ich dabei, da verstehe ich kein Pardon. Ja, da bin ich paar Folgen halt an Final Fantasy 8 Folgen. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ich zeige euch nun, wo wir hier reingehen können. Da, Feuergrotte. Da gehen wir mal rein, dann gibt's da schöne Blumen. Schade, dass man hier die Monster nicht antrifft. Finde ich ein bisschen schade. So, das, die Beach, der Beach. Gehen wir auch noch rein. Also Feuergrotte wird nächste Folge auf Programm stehen und das Beach. Also das ja auch. Dann gucken wir mal in die andere Richtung. Vielleicht gibt's da auch noch was. Balam. Das ist die Stadt Balam. Ob hier noch? Nein. So, Freunde, ich glaube, wir haben, achso, und das Wald auch noch, also, wo ich kurz mal war, das Wald wird auch noch besucht, das hier. Die drei Sachen werden dann Forest, das Forest, Ballamgarten brauchen wir nicht, das Feuergrotte und Beach werden nächste Folge besucht. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge wird euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.